Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Europa Universalis Rom mit den Römern, mit der Römischen Republik. Und wie ihr das von mir gewohnt seid, und um uns noch besser in diese Situation, in die Geschichte hier einzufühlen, beginne ich mit einem kurzen Überblick über die Lage, über ein paar historische Entwicklungen und dann steigen wir voll ein. Also wir befinden uns genau im Jahr 280 vor Christus. Ihr seht hier noch eine andere Zahl, das ist die römische Zählung nach Gründung Roms. Die hat eine andere Zeitrechnung in unserer 280 vor Christus. In einer sehr, ja, ein sehr schöner Einstiegszeitpunkt eigentlich, denn die Lage hier im Mittelmeerraum ist offen. Das große Reich von Alexander dem Großen ist zerschlagen. Es gibt diese Diadochenreiche, die größten bekannten hier Ägypten mit Ptolemäus II. An der Spitze. Das Seleukidenreich, Makedonien ist auch nicht zu unterschätzen, vielleicht noch Thyles und Pontus zu erwähnen. Also diese Reiche in der Nachfolge von Alexander dem Großen, große mächtige Königreiche, die aber miteinander häufig im Clinch und Krieg liegen um Macht und Einfluss. Und im Osten des Mittelmeerraums haben wir Karthago, eine groß gewordene Seemacht, eine Handelsrepublik, und eben Rom, das aus einer Stadt gewachsen ist und inzwischen zur größten Macht in Italien geworden ist, aber sicher noch nicht das Imperium ist, auch die Großmacht, auch mit diesen imperialen Ansprüchen auch noch gar nicht so sehr in sich trägt und mit sich trägt. Nein, in dieser Situation ist eigentlich noch alles offen, alles kann passieren. Die Geschichte kann auch anders verlaufen. Wir wenden uns mal ein bisschen ab vom östlichen Mittelmeerraum, sondern schauen mal auf ein paar Entwicklungen im westlichen Mittelmeerraum. Genau, ich weiß gar nicht, was ich eben gesagt habe. Also weg vom östlichen hin zum westlichen Mittelmeerraum. Und Rom war ursprünglich eine kleine Stadt, eine italische Stadt hier, eine latinische Stadt, um genau zu sein, und war lange Jahre, Jahrzehnte, fast Jahrhunderte nicht selbstständig, sondern Teil des Etruskischen Reiches, wenn man so sagen darf. Zumindest haben etruskische Könige in Rom regiert. Die Etrusker selbst waren wirklich sehr mächtig in so einem 7., 6. Jahrhundert, aber ja, es begann dann so eine Art Abstieg, so kann man es nennen, vor allem weil die italischen Bergvölker, die hier in der Bergregion der Apenninhalbinsel lebten, immer stärker wurden, immer mächtiger wurden, an die Küsten drängten, weil die Griechen auch bis hierhin vordrangen und mit den Etruskern im Krieg lagen. Sie wurden also unter Druck gesetzt und das nutzten die Römer, also die Bürger der Stadt Rom, aus, um sich gewissermaßen unabhängig zu erklären, um den etruskischen König loszuwerden und ein eigenes Verfassungssystem zu etablieren, was dann im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte zu der berühmten römischen Verfassung geworden ist, wie viele von uns sie sicher auch kennen. Die erste ernsthafte Bedrohung, auch gegen die sich die Römer wenden mussten, waren eben von den Bergen hinabsteigenden italischen Bergvölkern. Aber nicht nur das, hinter uns liegt auch erste Eroberungen, Kriege gegen die Etrusker. Hinter uns liegt die gallische Katastrophe, also Barbaren, die hier aus dem Norden, Kelten, die hier nach Italien gezogen sind und der jungen Republik vielleicht ihre größte Niederlage zugefügt haben. Im Jahr 387 wurde Rom von Galliern geplündert, gebrandschatzt, und das brannte sich tief ein in das kollektive Gedächtnis der Römer. Seitdem hatten sie eine Heidenangst, einen Heidenrespekt vor diesen Barbaren dort im Norden.
Ja, und glaube ich, das hat einiges auch zu ihrer Wehrhaftigkeit, zu ihrer militärischen Verfassung und Orientierung beigetragen. Was auch hinter uns liegt, sind die Samnitenkriege. Auch das, die Samniten, ein Volk hier aus den Bergen, die mächtig wurden. Da gab es komplizierte Verwicklungen mit anderen Städten, Capua insbesondere, die beteiligt waren, Schutzversprechungen, wie auch immer. Also der Krieg liegt auch hinter uns und Rom ist, ihr seht es, gewachsen. Und nun beginnen die Konflikte mit den griechischen, mit den verbleibenden griechischen Städten hier ganz im Süden. Und da lasst uns mal kurz über die Griechen in Italien sprechen, denn die waren noch weit vor den Römern dort und waren eigentlich lange Zeit fast die wichtigste Macht in Italien hier. Sie haben eigentlich die ganze Küste des am Ionischen Meer hier besiedelt. Bis fast nach Neapel sind sie hier vorgedrungen mit diversen Stadtgründungen. Ja, aber die Griechen, tja, die hatten das so an sich, dass sie ständig miteinander im Clinch lagen, ständig miteinander Kriege geführt haben. Das war so lange kein Problem, solange es keine mächtigen Nachbarn gab, die das ausgenutzt haben. Oder andere Probleme und die Probleme, unter denen die Griechen quasi in den letzten Jahrzehnten zu leiden hatten, waren eben diese Bergvölker, gegen die sie sich auch wehren mussten. Und im Süden Karthago, die hier immer weiter ihre Fühler ausstreckte, schon die Hälfte von Sizilien besitzt und in Auseinandersetzung mit Syrakus liegt. Das sind überhaupt die beiden wichtigsten griechischen Städte hier. Tarent und Syrakus, insbesondere Tarent als ja, zentraler Ort für nicht nur für den Handel, sondern vor allem für Philosophie, für Kultur, für Wissenschaft und so weiter. Ganz wesentlich und hat dementsprechend auch ausgestrahlt. Ja, und die Griechen waren, wie gesagt, miteinander im Streit. Und es gab diverse griechische Städte hier im Süden, die, um Schutz zu finden vor diesen italischen Bergvölkern, Schutz bei Rom suchten, Hilfe bei Rom suchten und Rom hatte das dankbar natürlich angenommen und so wuchs immer stärker ein Konflikt zwischen Rom und vor allem Tarent, wie gesagt, die größte und wichtigste griechische Stadt hier. Und die Tarenter, die waren zu stolz, sich gegen diese Bergvölker mit Rom zu verbinden. Die holten sich Hilfe vom griechischen Festland, so möchte ich das mal nennen, von Epeiros, der hier als ein Staat, Epeiros Syrakus, dargestellt wird. In echt waren sie ja mehr oder minder eng verbündet. Und an dessen Spitze steht König Pyrrhos, einer der Nachfolger Könige im Zuge dieser Diadochenkönigreiche. Ja, und dieser Pyrrhos, der kam natürlich auch sehr dankbar zu Hilfe, denn er spekulierte darauf, sein Königreich zu vergrößern, nicht indem er sich hier im Osten mit den anderen Griechen schlug, sondern indem er im Westen expandierte. Und das war durchaus aus der Logik der Griechen her nachvollziehbar, denn man konnte diesen Westen schon als ein griechisches Anhängsel betrachten. Insofern, ja, lag das durchaus in der griechischen Weltsicht, auch in diese Richtung zu expandieren. Und das wollte er durchaus. Er holte sich die Hilfe von anderen griechischen Königreichen und landete hier mit einem großen Herr an. Und das ist dieser pyrrhische Krieg, in dem wir nun gerade verwickelt sind. Aber bevor wir uns damit befassen, noch ein Wort zu Karthago, der letzten großen Macht, einer, ja vor allem eine Handels- und Seemacht, die von dessen Verfassung wir relativ wenig wissen. Wir wissen, dass es ein kompliziertes Konstrukt aus Räten, Institutionen und so weiter gab. Auch so eine Art, ja, republikanische Verfassung, aber natürlich wie immer in dieser Zeit dominiert von großen Familien, auf jeden Fall vor allem mit dem Interesse, Reichtum, diesen Handel weiterzuentwickeln, Reichtum anzuhäufen. Karthago war eine Schaltstelle, eine Schnittstelle zwischen dem Handel West nach Ost, also vor allem Erze aus Spanien, teilweise sogar aus Britannien oder Gold aus Senegal, aus Afrika, wurde hier in den griechischen Raum gehandelt, während die griechischen Produkte dann halt zurückkamen. Das hat Karthago reich gemacht, reich und bedeutend gemacht. Ja, und
Ach so, bevor ich es vergesse, es gibt noch eine dritte wichtige griechische Stadt in diesem Raum. Das ist Marseille, die hier oben sind. Die sind derzeit mit uns, ja, die sind unsere Vasallen. Die haben einen Tributvertrag mit Rom. Das wird noch von Bedeutung sein. Die können wir dadurch in unsere Kriege mit hineinrufen. Ich weiß gar nicht, ob es soweit nötig ist. Jetzt zur aktuellen Zeit. Pyrrhos ist also hier gelandet. Zumindest, ich glaube, er ist noch gar nicht gelandet. Das ist von Magna Graecia. Die Truppen Pyrrhos wird auf dem Weg sein mit seiner großen Armee. Und historisch war es so, dass er hier zwei sehr, sehr, sehr erfolgreiche Schlachten geschlagen hat. Also hier die erste in Herakleion und eine zweite hier weiter in Richtung Rom. Und vor allem die zweite allerdings war zwar siegreich gegen Rom, aber extrem verlustreich. Und es ist so in die Geschichte eingegangen, das Wort von Pyrrhos: Sind wir noch einmal siegreich gegen die Römer, sind wir verloren. Deshalb nennt man solche verlustreichen Siege seitdem Pyrrhos-Siege. Ich weiß nicht, ob seitdem oder ob das erst eine Erfindung von Historikern waren. Wie auch immer, also daher kommt der Begriff Pyrrhos-Sieg. So, das ist die Konstellation. Rom hat dann die dritte entscheidende Schlacht etwas später gewonnen. Das zog sich relativ lange hin, 4, 5 Jahre, dieser Krieg. Aber sie gingen dann siegreich daraus hervor und damit, ja, damit wurden sie dann endgültig zur einzigen wirklichen Macht hier in Italien. Und wir hoffen mal, dass uns das auch gelingt. Deshalb werden wir jetzt erste Maßnahmen treffen. Und als erstes werden wir hier mal unsere wichtigen Ämter besetzen. Oder wir gucken uns erstmal unseren Konsul an, nämlich Lucius Aemilius Barbula. Der, ja, wir müssen uns nicht ganz so sehr mit ihm vertraut machen, denn in 2 Jahren haben wir wieder einen anderen Konsul. Aber immerhin, er ist aus der Aemilia-Familie, 51 Jahre alt. Er ist nicht besonders charismatisch, was es ihm recht schwer macht, beliebt zu werden mit diesem geringen Charisma. 70% ist für einen Herrscher okay, aber jetzt auch nicht unmittelbar glänzend. Tja, mehr gibt es im Moment gar nicht über ihn zu sagen. Er wird vermutlich bald heiraten. Listenreich ist er. Plus 10% Intrigenerfolg. Und was wichtig ist, er ist Teil der Bürgertumspartei. Was dazu führt, dass wir minus 25% Baukosten haben, minus 25% Bauzeit und ein Steuermodifikator von plus 25%. Leider werden wir mit den Baukosten und Bauzeit nicht viel anfangen können, weil wir noch nichts bauen können. Wir haben entsprechend noch nichts erforscht. Aber der Steuermodifikator ist natürlich ganz nett. So, ich werde das so mit einem leichten Rollenspielaspekt machen. Also die grobe Richtung ist klar, Rom muss expandieren, aber bei bestimmten Entscheidungen werde ich natürlich einmal bedenken, was er für Eigenschaften hat. Ich werde bedenken, aus welcher Familie er kommt und aus welcher Partei er bekommt. Also wir werden durchaus dann schon immer die aktuelle Partei irgendwie bevorzugen. So, es geht los. Wir müssen hier diese Legion, die 26.000 Mann umfasst, der müssen wir einen Legaten zuweisen. Und hier kommen drei in Frage, die Kriegskunst 7 haben. Es ist nicht optimal 7, also man kann schon besser sein. Das wird verglichen mit dem gegnerischen General. 7, würde ich sagen, ist ein guter Durchschnittswert. Aber erst wenn man 8 oder 9 hat, kann man wirklich glänzen in Schlachten. So, wir haben die Möglichkeit, hier Publius Cornelius Rufinus zu nehmen. Der würde sich anbieten, weil er eine sehr hohe Schlachtereignischance hat. Diese Sache würde ihm als Flottenpräfekt, was er werden möchte, nicht nutzen, denn bei Seeschlachten gibt es keine Schlachtereignisse. Das Problem an ihm ist, er hat eine ziemlich geringe Loyalität, 50 nur. Aber wisst ihr was, wir machen das trotzdem. Sind mitten in einem Krieg, da müssen wir jetzt einfach den Besten nehmen. Wobei der auch nicht schlecht wäre. Der hat immer eine sehr hohe Loyalität und Charisma. Das wiederum verbessert auch die Möglichkeit, Schlachtereignisse zu bekommen. Wisst ihr was? Wir nehmen dann doch den. Gehen wir auf Nummer sicher. Nehmen wir den, der uns loyaler gegenüber eingestellt ist. Gaius Fabricius Luscinus wird jetzt die Legion führen. Und wir haben hier auch noch eine Flotte, die nicht besonders eindrucksvoll ist. 8 Schiffe. Und da könnten wir durchaus den mal nehmen. Wir haben hier einen aus unserer eigenen Familie, aber der ist
Der ist leider durchsetzungsfähig, was seine Charakterloyalität reduziert. Das ist unschön. Insofern nehmen wir Publius Cornelius Rufinus als Flottenpräfekt. Das will er auch werden. Ich hoffe, das bringt ihm dann erstmal einen schönen Schub an Loyalität. Sehen wir das hier? Nee, noch nicht. Aber er hat auch noch nicht seine Mission gewissermaßen erfüllt. Das kommt dann per Event. Weiß gar nicht, ob es uns angezeigt wird. So, das waren diese Ämter. Dann haben wir noch andere wichtige Ämter. Ja, Ideenplätze müssen wir auch noch machen. Genau. Hier. Zensoren können wir noch besetzen. Das sind diejenigen, die ja im Prinzip so eine Art Volkszählung machen, bestimmen, wer wie viel Steuern zahlen muss und auch bestimmen, wer in den Senat kommt. Insofern ganz wichtige Regierungsämter. Ich glaube, im Spiel haben die vor allem eine Bedeutung, dass sie Einfluss darauf haben, eben wie sich die Senatsverteilung darstellt und damit auch Einfluss haben auf die Wahlen. Insofern werden wir jetzt mal ganz unserer Partei entsprechend hier agieren und Bürgertumsleute hier reinsetzen, also Bürgerparteileute. Der will auch Zensor werden, dann lassen wir ihn. Quintus Fabius Gorges. Und was haben wir noch aus der Bürgertumspartei? Pontifex Maximum, der hat mir zu wenig Loyalität. Der will auch Herrscher werden? Nein, wir nehmen den Gaius Junius Bubulcus. Okay, dann haben wir das soweit erledigt. Jetzt müssen wir unsere nationalen Ideen auswählen. Wir haben bei Militärideen erstmal nur zwei. Kavalleriedisziplin plus 10%, das nehmen wir. Und die zweite nehmen wir auch, schwere Infanteriedisziplin plus 10%. Insofern sollten das dann auch wichtige Elemente unserer Truppen sein. Aber das Problem, wir haben noch keine Reiterei. Dazu kommen wir gleich noch. So, und Bürgertumsidee werde ich auswählen. Und zwar entweder defensiv plus 50% oder mehr Freie zu Bürgern. Das heißt, Freie zu Bürgern. Das heißt, weniger Rekruten, dafür mehr Forschungspunkte. Das passt mir eigentlich nicht so recht, obwohl ich jetzt diese Defensivgeschichte auch nicht so toll finde. Aber wir sind am Anfang in der Schwierigkeit, dass wir es über kurz oder lang mit Karthago zu tun bekommen. Eine doch sehr starke Macht. Und da brauchen wir wirklich jeden Soldaten, den wir kriegen können. Insofern tendiere ich jetzt erst einmal doch zu Bürgerpflichten. Vielleicht nützt uns das ja auch noch in der Hinsicht irgendwie. Ich will nicht zu sehr viele Freie verlieren. Leute für die Armee verlieren. Und ihr seht, jetzt ist es hier grün markiert und wir bekommen monatliche Kriegsmüdigkeit minus 0,02. Okay, das Letzte, was wir jetzt ganz wichtig machen müssen, wir müssen den Handel jetzt erledigen. Und da ist ein bisschen Grips gefragt. Als erstes habe ich ein wesentliches Ziel. Ich will die Flotte ausbauen, denn mit 8 Schiffen kommen wir hier nicht klar. Wir werden es mit Karthago zu tun bekommen, auch gegen Epeiros haben wir Probleme mit 8 Schiffen. Ich glaube, deren Flotte ist deutlich größer. Wir können aber nur dort bauen, wo wir Holz haben. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen Holz schon mal intern handeln. Und zwar von hier, von Lucania nach Samnium. Das Getreide will ich mir nochmal aufsparen. Genau, nach Samnium. Dadurch sollten wir jetzt sowohl hier in Lucania als auch in Samnium bauen können. So, Schiffe bauen können. Das machen wir auch gleich mal. Wir werden 2 Schiffe jeweils in Auftrag geben. Ich weiß nicht, ob das hier schon möglich ist. Mal gucken. Nee, hat noch keinen Zugang. Es dauert leider einen Monat. Am 31. Januar haben wir Zugang. Ist nicht so schlimm. Das kostet nochmal 10 und für die restlichen 40 werden wir ein Opfer darbringen, um unsere Stabilität auf... Oh, das kostet nur, weil wir... Ah, die Zensoren... Ja, jetzt weiß ich, was die Zensoren noch bringen. Die reduzieren die Stabilitätskosten. Sehr schön. Da muss ich auch glatt mal drauf gucken. Ich muss immer hier noch mal das Richtige suchen. Wird mir das nochmal angezeigt. Die Auswirkungen...
Zensor hier oben. Ah, alles klar. Senatseinfluss pro Charisma-Punkt. Alles klar. Pro Finesse-Punkt. Reduzierte Stabilitätskosten. Okay, insofern ist Raffinesse entscheidend bei den Zensoren. Habe ich nicht richtig drauf geachtet, aber durch Zufall, glaube ich, ganz gute gewählt. 6 und 5. Damit können wir durchaus zufrieden sein. Beim nächsten Mal mache ich das ein bisschen besser. So, das ist der erste Handelsweg. Ich wollte ein Opfer darbringen. Genau, das machen wir auch. Jetzt haben wir Stabilität 1, was auch die Steuern haben steigern sollte. Und jetzt müssen wir überlegen. Ich werde jetzt zuerst versuchen, Außenhandel zu betreiben und dann, was nicht klappt, mit Binnenhandel aufzufüllen. Das Problem ist nämlich, in kürzester Zeit sind hier sämtliche Außenhandelsprovinzen, da sind keine weiteren Handelsverbindungen mehr möglich, denn jede Provinz hat hier nur eine begrenzte Anzahl von Handelsverbindungen und das geht ganz schnell. Und wir sind nicht besonders beliebt in der Welt, deswegen könnte das ein Problem werden. Wir werden erstmal versuchen, in Rom aus Pergamon Papyrus einzuführen, wegen der Forschungspunkte. Das würde in Rom natürlich unglaublich viel bringen. Und weil mir das so wichtig ist, werde ich das gleich auch mit Ägypten nochmal im Sinai probieren. Obwohl, nee, machen wir mal von dort Getreide. Das bringt Bevölkerungswachstum, wäre auch wichtig für Rom. Okay, das sind die ersten beiden. Der Punkt ist, da wird jetzt jedes Mal ein Diplomat losgeschickt. Das heißt, ich kann jetzt keinen weiteren Versuch in Ägypten machen bis zum 1. Februar. Und bis dahin ist fast alles schon weg. Ihr werdet es sehen. So, wir werden aber dann trotzdem nochmal weiter probieren. Und zwar Pferde brauchen wir dringend Pferde. Und zwar versuchen wir es mal hier. Mit, das ist jetzt eigentlich egal, versuchen wir es mit. Campania. Ja. Das ist eigentlich Schnuppe. Okay. Oben lassen wir uns nochmal offen für andere Sachen. Und ich will gleich auf Nummer sicher gehen und es mehrfach probieren. Hier mit Thessalia auch. Weil es wird voraussichtlich nicht so toll klappen. Versuchen wir es mal mit Picenium. Und ja, mehr als zwei muss vielleicht nicht sein. Und ansonsten noch weitere Getreideversuche. Probieren wir es mal hier. Rom hatten wir, glaube ich, jetzt schon Getreide mit den Ägyptern. Das macht jetzt keinen Sinn. Machen wir vielleicht Umbrien. Ja, Umbrien ist nicht zu entscheiden mit dem Stein. Okay, so mal gucken, was davon klappen wird. Ich finde, wie gesagt, Getreide finde ich schon sehr, sehr wichtig. Papyrus ist auch extrem wichtig. Intern können wir dann hier noch später Eisen handeln, damit wir hier überall Legionäre bauen können. Ich hatte gar nicht gesagt, warum ich jetzt hier nur Holz mit Samnium gemacht habe, weil Samnium selbst hat Stoff, was bedeutet Schiffsbaugeschwindigkeit, -25%. Und wenn jetzt die Provinz zusätzlich Holz hat und die Provinz Stoff, dann können sie beide Schiffe bauen und das 25% schneller, was von großem Vorteil ist. So. Mit Karthago werde ich keinen Handelsvertrag machen, weil ich die jetzt nicht irgendwie stärken will und es perspektivisch irgendwann vermutlich eh zum Krieg führen wird. Wir werden nochmal versuchen, hier mit den Seleukiden auch nochmal Getreide zu handeln. Das ist jetzt eigentlich nicht so entscheidend. Machen wir, jetzt weiß ich gar nicht, hatten wir Campania schon Getreide? Sonst widerspricht sich das irgendwo. Na, machen wir das mal. Okay, das müssen wir jetzt erstmal abwarten und vor allem müssen wir aber jetzt als nächstes unsere Legionen bewegen und zwar hier in Richtung Tarent. So, und mit diesem Marschbefehl beenden wir dann auch schon wieder diese erste richtige Folge. In der nächsten geht es dann los zur Sache. Die wichtigsten Einstellungen haben wir erledigt und dann heißt es jetzt, diesen Krieg zu gewinnen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinball.